Ich bin auch kurz ohnmächtig geworden, weil ich dachte so, Alter, was ist passiert hier gerade? Nicht vergessen, übermorgen gibt es das fetteste Livestream-Event der Welt. Falls ich da noch leben sollte, aber das seht ihr gleich im Video, weil es ist wirklich kranke Scheiße passiert. Sonntag ab 14 Uhr geht's los auf diesem Kanal. Ja sagen im Freizeitpark live, also schaltet ein. Ich wurde eingeladen in ein Restaurant. Da sage ich natürlich erstmal zu, ne, weil Essen mega. Aber da stand auch noch drin, dass man keine Höhenangst haben sollte bei dem Restaurant. Und da denke ich so... Ja, egal, das Essen wird egal. Ich hab Hunger, rein da. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich hab ein bisschen Angst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh nein. Ist das Restaurant, hat das vielleicht irgendwas mit dem Kran zu tun, oder? Ich würde sagen, ist unser Restaurant der Kran. Warum tue ich mir sowas immer wieder an? Da geht's gleich hoch. Wer hat sich das ausgedacht? An diesem Seil, da hängen wir dran, Alter. Ich kann's nicht glauben. Das ist einfach so ein Gamingstuhl aus Saturn, Alter. Wir haben uns dann erstmal ganz entspannt hingesetzt. Aber dann passiert etwas, was mir etwas Angst gemacht hat. Runtergefallen. Ja. Der hat was vom Stuhl verloren. Das würde ich mir aber gut überlegen. Oh, warte. Ich glaube, es ist nicht so wichtig. Ich glaube, es ist nur ein... Oh ja, egal. Das war wild gerade. Das sieht nicht safe aus. Also wenn ich dich hier so sehe... Ja, was ist das? Ja. Oh, Panzertape muss sein Stern. Der hat ein bisschen Panzertape dran gemacht. Das Ding sitzt wieder. Okay, Leute, wir heben jetzt ab. Oh mein Gott. Ich heb ab. Da ist der Kranfahrer, schau ihn dir an. Er könnte es einfach umbringen, wenn er will. Geht das noch höher? Nein, oder? Das wird noch höher. Ja, komplette Höhenangst, Bruder. Ach du Scheiße, geht noch viel höher. Oh Gott. Doch währenddessen ich die Angst meines Lebens hatte, ging es Kian blendend. Oh Gott, ich fahre ja gerade gar nicht. Aber mein Stuhl ist gerade was abgefallen und ich sitze jetzt hier. Sind wir angekommen? Bruder, wir fahren immer noch weiter. Ich könnte ja alle so Spaß haben, Digga. Alter. Oh, okay, Freunde, wir fangen jetzt hier an zu essen. Ich habe Todesangst wirklich, das ist krank. Aber Essen ist geil, muss man sagen. Ist lecker. Todestest. Vorne ist das Ding dabei abgefallen. Oh mein Gott. Mega. Ganz entspannt. Und wir ignorieren einfach, dass hinter mir komplett der Tod ist. Digga, was machst du da? Es ist geknackt, hast du gesehen? Sven hat noch einen Livestream gemacht, den ich noch ein bisschen spannender gemacht habe. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Und dann war das Ganze auch schon vorbei. Oh, hab's geschafft. Am nächsten Tag ging es dann für mich direkt wieder viel los. Wir sind nach Neapel geflogen und nur OGs wissen, dass ich damals in Neapel die Heygams gegründet habe. Und es gibt ein paar krasse Updates, weswegen ich mal wieder da bin. Toller Zufall, dass die Heygam Factory einfach in einem Urlaubsgebiet liegt. Also aber perfektes Wetter. Ärgerlich, wenn man hier wieder hinkommen muss, ne? Wirklich ärgerlich. Wir sind erst am zweiten Tag in die Factory gegangen, deswegen haben wir den ersten Tag die Stadt erkundet. Digga, es ist so krank hier. Wir machen noch einen kleinen Zwischenstopp, und zwar bei der besten Pizzeria in der ganzen Welt. Angeblich soll es die beste Pizza der ganzen Welt sein. Und es ist genau hier in Neapel, genau da, wo hier Heygams hergestellt werden. Hier wird nur das beste Essen. Die besten Kaugummis, die beste Pizza, ist ja klar. Und man muss hier einfach eine Stunde warten auf seine Pizza. Man kriegt hier so ein Warteticket, Alter. Ich dreh durch, wirklich. Wir haben 78, Digga. Wartemarke bekommen wir, die 78. in der Schlange. Für eine Pizza. Zeig mal die Wartemarke. Du hast die. Habe ich die? Nein, halt die Fresse. Ich hab die dir gegeben, du Vollidiot. Nein, ich hab keine mehr. Ich hab sie verloren. Ja, Memo, wir sind drin. Hast du geschafft. Ich habe immer noch vergessen, dass ich mit Johannes, dem Vollidioten, unterwegs bin. Der im Ausland immer denkt, dass keiner ihn versteht. Ich habe mir so eingeschissen gerade. Mir läuft die Suppe hinunter. Richtig fett eingekackt. Junge, halt die Klappe. Ich hab seit 3 Tagen dieselbe Unterhose an. Oder jetzt reicht, ich geh. So nach verfaulten Eiern hier gerade. Oh mein Gott, Digga, ich muss glaube ich sterben. Doch, es wurde noch viel schlimmer, als wir dann irgendwelche Italiener an unseren Tisch eingeladen haben. Dann dürfen die Italienisch sprechen? Ich habe keine Ahnung, was er gerade sagt. Johannes hat meinen neuen besten Freund gefunden. Do you think Burger Pommes should be auf die Eis? Nein, no. Yes, auf die Eis. No. Zwei. Wir haben uns dann die ganze Zeit versucht, mit ihm zu unterhalten, aber ich hab nichts verstanden. Wir reden so aneinander vorbei, keiner versteht irgendwas. Sola due. Questa pizza qui buona o la tua è buona? Qual è buona pizza? Tua o questa? Richtig, ja. Da haben wir ganz vergessen, dass wir die beste Pizza der Welt gleich vor uns haben. Wir testen jetzt die beste Pizza der Welt. Ich bin echt gespannt. Non mangiare, solo pizza, capito? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr versteht, was er gerade macht. Wahrscheinlich beleidigt er uns gerade komplett aufs Gröbste. Sehr krank, sehr krank. Ja. Das war sehr, sehr krass, aber ob es jetzt eine Stunde Wartezeit lohnt, I don't know. Aber der Mann war ein absoluter Ehrenmann, muss man einfach mal sagen, ne? Dafür hat sich schon gelohnt. Da ist der Anzeigenhauptmeister. Da ist er. Es gibt den Anzeigenhauptmeister auch in Italien, Leute. Let's go. Wir haben ihn genau hier. Da ist er. Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Moritz hat einfach gerade sein Handy verloren. Das ist komplett lost. Hoffen wir mal, dass er es wiederfindet. Ich hatte auf dem Laufenden.
Ich hab's wieder, Digga. Junge, durch die ganze Stadt gefahren, die Scheiße ganz wieder. Aber der größte Ehrenmann, ich hab ihn erst angekackt. Das tut mir so leid, ne? Aber er wollte mir einfach nur nett zu mir sagen, dass er mein Handy gefunden hat, Digga. Ehrenmann. Ja, ich bin nicht nach Hause gekommen. Bruder, ich bin nicht nach Hause gekommen. Boah, wäre das scheiße gewesen, Alter. Oh, Gott sei Dank, der Typ war so ehrenvoll. Okay, geil, jetzt genießen wir den Sonnenuntergang hier. Wir haben dann noch den Sonnenuntergang genossen. Und unser Date ist dann langsam zu Ende gegangen. Burger Pommes auf die Eins, Freunde. Endlich ab in die Hay Factory. Wir sind wieder da am legendären Spot. Hier hat alles begonnen. Hier bin ich reingegangen, hab den Ehrenmann der Ehrenmänner getroffen, hab die ganzen Kaugummis getestet. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das hier so verändert hat. Okay, Freunde, jetzt geht's ans Testen. Guckt euch mal an, wie viele Sorten wir im Hintergrund haben. Es ist absolut krank. Denn wurden wieder einige Sachen extra für uns angefertigt. Vor allem das hier ist sehr, sehr krank. Aber kann ich euch noch nicht verraten, was es ist. Also es ist fast schon unfair, wirklich. Wir haben den krassesten Produzenten hier auf jeden Fall. Wir sagen ihm genau, was wir haben wollen. Es kommt genau das raus. Wirklich krank. Die anderen Marken haben wirklich leider keine Chance gegen diesen kranken Produzenten hier. Das ist wirklich sehr, sehr crazy. Das sind alle Sorten, die schon für uns produziert worden hier. Das Sauerapfel zum Beispiel. Also wir probieren wirklich einiges rum, bevor wir zu den krassen Sorten kommen. Irgendeine davon wird auf jeden Fall irgendwann zu Leben erweckt werden. Welche Sorte wollt ihr nicht unbedingt sehen? Schreibt mal unten in die Kommentare. Gibt auf jeden Fall endlose Möglichkeiten. Wir haben auch schon gerade Käsegeschmack gehabt. Das war auch sehr wild, sag ich mal so. So sieht es aus, wenn die Kaugummis entwickelt werden. Das sind alles Aromen. Also wenn man daran riecht, das ist geisteskrank. Ne? Das ist halt nur Aroma. Oh, oh, alter, krank. Also es riecht gut, aber es riecht halt extrem intensiv. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns die Fabrik an, weil hier hat sich auch noch einiges getan. Seitdem Hellgum halt so geisteskrank explodiert ist, ist nämlich hier alles nur noch Hellgum. Ja, ich bin erlaubt. Sehr gut. Die heiligen Hallen, Leute. Es fühlt sich so krank, jetzt einfach hier zu sein, weil am Anfang, wo ich hier war, war Hellgum einfach noch gar nichts. Und jetzt ist es einfach so krank geworden. Das ist einfach die Willy Wonka Fabrik in Real Life. Wenn die damals gewusst hätten, als wir die ersten 100.000 bestellt haben, dass wir einfach 4 Millionen weitere machen werden, krank. Oh! Das ist die neue Sorte, das ist das zensiert, das ist die neue Sorte, die gerade produziert wird. Und so sieht das Hellgum aus, bevor es dann wirklich zu einem Hellgum wird. 1000 Kilo Hellgum sind hier. Das ist so krank einfach. Ich würde am liebsten jetzt gerade mitnehmen, einmal reinbeißen, ne? Aber man darf es leider nicht. Okay, der Chef hat mir erlaubt, wenn ich danach das danach nicht wieder reintue, darf ich reinbeißen. Okay, Freunde, wir sind gerade im Hellgum-Lager. Guckt euch an, wie viele fucking Kaugummis hier sind. Das ist absolut geisteskrank. Junge, es hört auch nicht auf, ne? Digga! Alter! Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr das Hellgum so supportet. Das ist absolut krank, was hier passiert ist. Selbst der Chef von der Fabrik kam vorhin zu mir und meinte so, ey, absolut crazy, was ihr hier auf die Beine gestellt hat. Er hat niemals erwartet, als wir voll Idioten hier reingelaufen sind. Guck dir das mal an, ey, absolut crazy. Jetzt werde ich das ganze Lager zerstören, Digga. And how do I do it? Ja, ja, ja. Hey, easy, Digga. Yeah. Alter, oh mein Gott, Transformers. Wenn sie sagt, dass sie mal wieder alleine zu Hause ist. Moin! Ich bin absolut überwältigt, wirklich. Alter, ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Junge, ich hatte den schlimmsten Flug meines Lebens hinter mir. Ich dachte wirklich zu kurz, dass ich sterbe. Ich höre einfach hier nichts mehr. Ich höre hier nichts mehr. Auf beiden Ohren komplett taub. Leute, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr krank seid oder so ein bisschen Nasenverstopfung habt, dann fliegt auf keinen Fall Flugzeug, weil ich habe wirklich gedacht, ich sterbe auf dem Rückflug. Ich bin auch kurz ohnmächtig geworden, weil ich dachte so, Alter, was passiert hier gerade? Ich dachte, meine Zähne fallen raus. Das war komplett kranke Scheiße. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Wirklich geisteskrank. Naja, trotzdem nochmal wirklich fettes Danke nochmal an alle. Bis unglaublichen Support. Ich habe das ja gesagt, hier 4 Millionen Hellgums letztes Jahr verkauft, aber das ist einfach mal in echt zu sehen, wie viel sich da jetzt verändert hat in der Firma, ist einfach nur krank. Das alles nur wegen eurem Support. Ihr habt Hellgum von so einer kleinen Mini-Sache zu so einer Riesensache gemacht. Für mich einfach auch zu einer Riesensache gemacht. Und das haben wir einfach zusammen gemacht. Also das ist unser Baby sozusagen. Und mittlerweile ein richtig crazy Shit. Wir können wirklich mit den großen Kaugummi-Marken mittlerweile mitspielen und mithalten. Das ist echt absolut krank. Und das haben wir einfach zusammen erreicht. Und deswegen bin ich unfassbar stolz drauf. Ich bin zwar jetzt taub, aber weil ich sterben sollte. Nochmal vielen Dank an alle. Jetzt erstmal pennen und hoffen, das Video ist morgen online gekommen. Also wenn das Video jetzt online ist, lebe ich noch. Sehr gut. Haut rein und ciao. Da wurden die wichtigen Entscheidungen getroffen, dass wir erstmal saufen gehen sollten. Ich habe die Lösung gefunden. Ich war aber gerade in der Apotheke. Also die Leute fahren hier alle so wie Kian, das ist geisteskrank. Das sind alles kleine Kians hier auf den Straßen. Kian war am Berg, einfach mit Gabelbindern, das ist auch wieder zusammengeflickt worden.